LR Beast Gohans Release-Zeit ist nun endlich bekannt, Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. LR Beast Gohan erscheint zusammen mit LR Gammas und deren Banner am 26.07. um 7 Uhr morgens unserer Zeit. Das heißt, morgen erscheint der Segel. Ich wünsche euch vorab schon mal sehr, sehr viel Glück beim Pullen. Ich werde auf jeden Fall für den Live-Summon morgen Abend spätestens 20 Uhr, wobei Freitag ein komischer Tag ist wegen Live-Summons. Lasst mich mal wissen, wann ihr so könnt, freitags, oder ich starte eventuell eine Umfrage auf Instagram. Ich glaube, das würde mehr Sinn machen, wann wir so ungefähr summonen sollen, könnten, etc. Deswegen haltet ein Auge offen auf Instagram, Links in der Beschreibung, Osiru zum Stones. Also Osiru Stones. Ansonsten wissen wir schon, dass Ise, Evo und Ui am 31.07. um 8.30 Uhr unserer Zeit erscheint. Richtig geil. Beide Ises wollt ihr auf jeden Fall machen. Das sind crazy Charaktere. So schön alles auch ist, ja, desto ekliger ist es mit ihren Bannern. Was heißt ekliger? Also, ihre Banner werden das normale Bannerformat haben. 3 Multis, der nächste kostenlos, der 4. Und kein garantiert featured, so wie Part 1. Das sehen wir, also by the way, wir wissen das, warum, woher wissen wir das, woher sie, wann sie erscheinen, durch einen Data-Download. Es gab einen Data-Download auf Global und da ist die Uhrzeit halt drin. Und die Banner-Animationen wurden auch hinzugefügt. Und wir haben auch schon quasi das, was auf dem Banner draufsteht. Und zwar steht ja dran, 400, für 400 Stunden nur. Hier steht noch dran, performe 3 Multis und, und bekomme einen Free. Ja, und das ist ungleich halt wie das, was für, oder ich glaube, Gogeta ist hier irgendwo. Hier, bei Gogeta sehen wir direkt, okay, da sind die Steps drin. Das heißt, Beast Gohan und die Gammas werden keine Step-Ups haben. So, passt mal auf, dazu habe ich ein, zwei Sachen zu sagen. Ja, logisch. Ich fange mal hart an. Ja, logisch machen sie das, weil es Beast Gohan ist. Weil sie sicherlich gesehen haben, auch vor allem auf JP, dass die meiste halt für Beast Gohan gesummt haben. Oder die auf Global natürlich erwarten können, dass alle auf Part 2 Beast Gohan reingehen und deswegen Part 1 ein bisschen schmackhaft machen wollten. Ach was, das muss ja niemandem erzählen, hoffe ich. All diejenigen, die, keine Ahnung, das quasi, ja, das hätte man auch wissen können. So. Ja, natürlich hätte man das wissen können, ist ja logisch. Aber trotz dessen, das mal dahingestellt, das ist halt ein, das ist ein scheiß Move. Also das ist halt, das ist wieder so ein Move und das zeigt mal wieder so, wie wenig die eigentlich drauf geben. Wenn wir uns ehrlich sind, Leute, wir approachen die 10 Jahre, die Hauptbanner haben keine PDs. Die machen absichtlich, fügen die Step-Ups rein, mal hier, mal da etc., weil sie wissen, dass bei Banner XY nicht gesummt wird, aber bei anderen und bei den anderen fügen sich nichts hinzu. Was soll das? Was soll das? Also wäre es wirklich so schade, wenn das Banner auch Step-Ups hätte? Natürlich nicht. Die Step-Ups sind jetzt nicht geisteskrank. Sie existieren, ich nehme sie an. Die Step-Ups sind besser als das. Also 100%. Aber das sind jetzt keine Step-Ups, wo die Welt untergeht, weil die so brutal sind, wo das jetzt jeder quasi mit den Charakteren reinläuft. Nein. Trotz dessen gab es sehr, sehr viele, die übertrieben deep rein sind und die Charaktere nicht gezogen haben. So. Also, das ist jetzt kein... Ich verstehe das nicht. Also, ganz ehrlich, so... Das ist das Problem von Dokkan, by the way. Dokkan hat nie wirklich eine Basis. Das hat nie einen Grundbaustein, worauf man argumentieren, diskutieren kann. Die machen das, wie sie wollen. Was sollen wir, guck mal, was sollen die JP-Spieler sagen? Die JP-Spieler in ihrer Part 1-Banner hatten nicht mal Step-Ups. Trockene JP-Banner-Format, trockener geht's gar nicht. Das ist immer noch derselbe Dünnschiss. So. Also, wie gesagt, zusammenfassend, ja, ach was. Natürlich machen die das, weil die mehr Cash wollen und wussten, dass Partei Beast Gohan kommt und die meisten Dots haben werden. Aber trotzdem, was soll das? Kommt uns doch dann entgegen, wenn ihr das wisst. So, lasst doch die Nummer. Das ist. Die normalen Steps sind. Das ist. Also, die Steppers, die eingeführt sind für Part 1, die sind okay. Das ist nichts Gravierendes. So. Es sieht mir nicht mal Pity, Alter. Hätte das Banner Pity okay, würde ich ja, wäre es ja okay, fein, aber es hat nicht mal Pity, das hat nichts. Du kannst dich dumm und dämlich sammeln. Manche verfallen in die Sucht und macht das nicht, so oft ich es auch sage oder so oft man es auch euch sagt. Ballern dann ihr Gehalt rein und dann vorbei, Alter. Also für ein
digitalen Dreckscharakter. So, du weißt, was ich meine. Deswegen, also falls ihr euch fragt, was ich davon halte, die Antwort habt ihr jetzt bekommen, natürlich nichts. Geier doch nicht und baller das Ding rein. Wir kommen, die machen, weißt du, was für einen Umsatz Dokkan macht? Und die geiern mit sowas. Das ist eine Frechheit eigentlich. Gut, irgendwo liegt auch die Schuld bei uns so ist nicht, weil wir das Spiel immer noch supporten spielen, aber ich kann es auch andersrum verstehen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Warum? Also das Spiel zum Beispiel, viele spielen es seit langem, vielen macht es Spaß, viele sind halt sehr lang schon dran. Wieso sollen sie jetzt so? Also die zeigen ja schon ihren Support. Eigentlich sollte das genügen, um uns entgegenzukommen. Wieso sollten wir quasi einen anderen Weg gehen nach all den Jahren? Das wäre dann eh auch Bums, wenn das. Ich schweife ab, ich schweife ab, fuck it, ich schweife ab. Ja. Das wär's. Also ihr seht es auch schon so, perform ein Multi, dann bekommst du den gratis und so. Also es sind die normalen Banner-Formate, okay? Lasst euch davon irgendwie trotzdem nicht jetzt die Laune verderben. Ist natürlich schade, definitiv. Aber wenn ihr euch trotzdem auf B-Squan gefreut habt, wird auch Tickets geben. Ich weiß nicht, ob man Tickets bekommt beim Pullen, könnte sein. So halt wie früher das normale Banner-Format oder halt, ob es nur käufliche sind. Das sehen wir dann, keine Ahnung. Selbes gilt für die Banners natürlich, ne? Und die sind sogar noch ärmer dran. Ich frag mich sogar, die sind sogar noch ärmer dran. Für die wird niemand summonen. Wieso haben die zumindest nicht die Step-Ups? Wieso haben die zumindest nicht die Step-Ups? Like, okay, ja, natürlich, die kommt gleichzeitig, aber glaubst du, es juckt Dokkan? Wir sehen doch, dass sie nichts juckt. Part 1 haben Step-Ups, Part 2 nicht. Ohne Witz, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich hätte mir echt denken können, dass sie einfach bei dem Banner ein Step-Up geben. Das wär's. Oh Mann, oh Mann. Naja, jedenfalls, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch überhaupt sehr, sehr viel Glück. Wie gesagt, Live-Summits meinerseits wird es geben. Am Freitag, ne? Wann genau von der Uhrzeit her? Ich mache am besten eine Umfrage. Oder vielleicht gehe ich auch Freitag schon ein bisschen früh live 18 Uhr und mache da die Umfrage. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall wird es morgen Abend Live-Summits geben. Von der Uhrzeit her halte ich euch up to date. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mach's gut, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.